Hallo, hast du dir schon einen Stern ausgesucht? Wenn nicht, dann suche dir jetzt einen aus. Wenn du schon einen Stern hast, dann klicke ihn an und du kannst da weiterspielen, wo du das letzte Mal aufgehört hast. So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und ich gucke in die Kamera, obwohl die Facecam nicht an ist. Was ist das denn? Bei einem neuen Spiel auf meinem Kanal, diesmal Laura. Ja, es ist von Tivola aus dem Jahre 2005. Und ich kann jetzt schon die Stimme von Laura nicht leiden, weil sie wie ein kleines Kind klingt. Ein sehr kleines Kind. So, da meine Lieblingsfarbe blau ist, drücke ich da jetzt drauf und los geht's. Gut, das ist ab jetzt dein Stern. Er merkt sich, wie weit du im Spiel gekommen bist. Guck mal, Teddy, so viele Sterne. Und einer von ihnen leuchtet ganz bestimmt für mich. Was ist denn das? Der arme Stern. Hoffentlich hat er sich nicht wehgetan. Ich muss ihm helfen. Hallo, kleiner Stern, wo bist du denn? Ach, da bist du. Aber dir ist ja eine Zacke abgebrochen. Oh nein! Hab keine Angst, ich helfe dir. Kleiner Stern, ich guck mal, was ich für dich machen kann. Oh, ist das süß. Ist das süß. Das wird jetzt voller Scheißspiel, aber das ist so süß. Also Laura Stern habe ich, ich bin die Generation, die es auf jeden Fall verpasst hat. Meine Cousine heißt Laura, die müsste mittlerweile 12 sein. Ja, die ist von 2004. Und die heißt halt Laura. Und deswegen haben wir dir mal ganz viele Laura-Stern-Sachen geschenkt. Aber sonst würde ich Laura Stern gar nicht kennen. Also ich kann mich damit gar nicht identifizieren. Aber ist das süß. Auch die Musik so ein bisschen im Hintergrund, ne? Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Oh. Huch. Schade, wir haben noch kein Spiel gefunden. Aber auf unserer Reise finden wir bestimmt welche. Hier geht es zurück zur Sternenreise. Okay, und was ist die Taschenlampe? Gut, Einstellungen sind in Ordnung. Wenn du das Spiel beenden möchtest, klicke hier. Was, beenden? Wenn du das Spiel beenden... Wieso das Spiel? Wieso ist denn eine Taschenlampe da? Hier. Das ist wahrscheinlich die Lautstärke. Was ist da? Ah, okay. Gut, wir gehen mal wieder zurück. So, der Teddybär. Hast du vielleicht eine Idee, wie ich dem kleinen Stern helfen kann? Nein? Schade. Oh. Kann ich noch irgendwas anklicken? Ich möchte mich ein bisschen mehr umsehen, weil ich das Spiel gerade so süß finde. Weißt du, kleiner Stern, ich habe immer gewusst, dass du da draußen irgendwo für mich leuchtest. Oh. Und so nervig ist die Stimme gar nicht mehr. Der Stern hat sich verletzt. Und wenn man verletzt ist, braucht man einen Arzt. Soll ich dich verarzten? Ich guck mal, ob ich im Arztkoffer was für dich finde. Ein Pflaster. Ist das süß. Das hier, ein Hammer. Einmal draufhauen. Irgendwas muss doch für meinen Stern dabei sein. Ein Pflaster auf jeden Fall. Ein Fieberthermometer. Ich weiß hier nicht, wie das bei Sternen ist. Aber ich glaube, Fieber hast du nicht. No.
Eine Steinschleuder? Wo war denn da eine Steinschleuder? Hab ich nicht gesehen. Über so ein Riesenpflaster. Vielleicht ist das Pflaster genau das Richtige für die abgebrochene Zacke. Das war viel zu riesig. Oh je, das Pflaster ist zu groß. Ich glaube das ja. Können wir noch irgendwo was draufklicken, außer... Ah, guck mal. Statue. Also dieses Ding, womit der Doktor mich immer abhorcht. Oh, wie süß. Dein Herz schlägt ganz normal. Jetzt tun wir mal tief Luft, kleiner Stern. Nein, Husten hast du auch nicht. Du bist kerngesund. Bis auf deine Zacke natürlich. Okay. Oh, ich werde gleich weinen, weil das Spiel so süß ist. Oh, ich werde schon sehen. Vielleicht kann ich die Zacke wieder ankleben. Ja. Nein. Jetzt habe ich zu oft vielleicht gedrückt. Probier es nochmal. Diesmal klappt Oh, was ist jetzt los? Hilfe! Kleiner Stern, was sagst du dazu? Hurra, dir geht es wieder besser. Nanu? Was hast du denn? Was hast du denn? Vermisst du deine Freunde? Will der raus? Willst du raus? Vermisst du deine Freunde? Ich will doch gerade aufmachen für dich. Ich glaube, der kleine Stern möchte wieder nach Hause. Aber wie kann ich ihm dabei helfen? Komm, kleiner Stern, ich habe eine Idee. Wir machen das Fenster auf. Wir gehen auf den Dachboden. Schau mal, kleiner Stern, das ist unser Dachboden. Ja, schön. Und irgendwas gibt es hier bestimmt, womit ich dich nach Hause bringen kann. So viele Kartons. Nanu? Auweia, hoffentlich hat das niemand gehört. Kommt jemand? Hallo? Ist da jemand? Tommy, hallo. Ich bin's. Laura? Und ich hab schon solche Angst gehabt. Du hast doch deinen Beschützmechhund dabei. Stimmt. Mit meinem Beschützmechhund muss ich nie Angst haben. Was machst du denn hier? Und was ist das für ein Stern? Der Stern ist vom Himmel gefallen. Ich habe ihn verarztet und jetzt will ich ihn wieder nach Hause bringen. Ui, und wie willst du das machen? Mit einer Rakete? Das wäre toll. Aber ich habe nur keine. Also müssen wir eine Rakete finden. Aber ist das nicht süß? Ich meine, es ist ziemlich sehr langatmig. Aber es ist trotzdem süß. Vielleicht kann man mit den Kartons eine Rakete bauen. Klar, also Laura bestimmt. Und ihr Bruder machen immer Remi-Demi alleine oben auf dem Dachboden mitten in der Nacht. Den ich mal gemacht hab. Ein Raketenplan, Leute! Wir bauen eine Bombe! Hast du dir aber eine tolle Rakete ausgedacht, Tommy. Also, pass gut auf. Das ist gar nicht so schwer, eine Rakete zusammenzubauen. Du suchst dir eins von den vielen Dingen hier aus. Dann probierst du, ob das auf den Plan passt. Du musst nur auf eine freie Fläche klicken. Dann sehen wir, ob wir das für die Rakete gebrauchen können. Soll das Zusammenbauen ein bisschen einfacher sein? Dann klicke hier. Wenn es schwieriger sein soll, klicke hier.
Okay. Schwer. Wir sind hardcore. Los geht's. Los geht's. Okay. Ja. Das passt. Also muss ich das direkt... Das wird eine okay. sehr schöne Rakete, Tommy. Ich kann es mir noch nicht ganz aber so vorstellen. Müssen wir die richtigen Sachen finden. Und in den Plan klicken. Okay, bis ich nachher nichts ich mehr erkennen glaube, kann. Das Teil gehört da nicht Wie? Hin. Das gehört da nicht hin. Vielleicht gehört das da hin. Okay, also hier ist ein Rohr. Das kommt hier hin. Probier es mal mit einem anderen Teil. Hey, warum? Das ist doch auch rund. Schade, das gehört nicht zur Rakete. Das Ding verarscht mich doch. Also hier ist auf jeden Fall eine Flagge. Ja, genau, da muss das Die hin. Die schwebt einfach in der Luft. Und ich würde jetzt sagen, jetzt kommt das. Guck mal, ob du ein anderes Teil findest. Ach, das könnte vielleicht noch hier unten dran passen. Das war richtig. Toll. Was könnte das hier denn sein? Das hier? Wir haben schon vier Teile an der richtigen Position. Was ist das? Das wird die allerschönste Rakete. Ach, das können natürlich auch die Rollen sein, ne? Eigentlich gehört das Teil zur Rakete. Aber an der falschen Stelle. Ja, hier gehört das Teil hin. Bald haben wir es geschafft. So, und jetzt brauchen wir noch den Hut. Das war fast richtig. Wie? Ach so. Das passt leider nicht. Hä? Ich verstehe es nicht. Fertig! Fertig! Rakete, Tommy. Ja, Tommy, das ist eine tolle Rakete. Und jetzt? Das haben wir jetzt das erste Minispiel freigeschaltet. Ich muss mal nachgucken. Wir haben schon tolle Abenteuer erlebt. Nee, eigentlich nur eins. Hier geht es zurück zur Sternenreise. Also, ich will ja nicht klugscheißern, aber... Hier kannst du alle Spiele, die du auf deiner Reise gefunden hast, noch einmal spielen. Mhm. Oh, das ist ein Bärchen. Gleich bringen wir dich zurück, kleiner Stern. Ja, mach doch. Der Stern zeigt auf die Rakete. Vielleicht sollten wir da reingehen. Hä? Komm, Tommy, wir steigen ein. Und jetzt machen wir beide die Augen zu und wünschen uns ganz fest, dass die Rakete fliegt. Bist du soweit? Ja, kann losgehen. Wir wollen fliegen, wir wollen fliegen. Wir wollen fliegen, wir wollen fliegen. Wir wollen fliegen! Wir wollen fliegen! Kinder! Dann flieg! Augen zu! Was ist das, Laura? Ich glaube, wir fliegen! Ach, wirklich? Komm, wir gucken mal raus! Wir fliegen, Tommy! Wir fliegen! Und die Eltern so, ja, Kinder aus dem Haus. Was sind eigentlich die Eltern? Ein Minispiel. Schwer. Oh, ich glaube, das Spiel wird Schön, richtig kurz so werden. Viele Sterne. Aber wir sind ein bisschen langsam. Ich glaube, wir müssen noch erklären, wie man die Rakete steuert. Ja, richtig. Also, das ist ganz einfach. Du siehst diese Tasten auf deiner Tastatur. Wenn wir auf ein Hindernis zufliegen, können wir ausweichen. Das geht mit dieser Taste. Nein! Und mit dieser Taste. Das ist ja der Wahnsinn! Und jetzt? Kommt da noch was? Du wirst sehen, das ist gar nicht so schwer. Sollen wir lieber ein bisschen langsamer fliegen? Dann klicke hier.
Sollen wir ein bisschen schneller fliegen? Dann klicke hier. Also entschuldige mal. Wenn wir so weiter fliegen, dann ja wohl schneller. Pass gut auf die Hindernisse. Und jetzt... Komm mal weiter. Wow, also das hat sich jetzt null verändert von der Geschwindigkeit her, oder? Ist nicht so schlimm. Probier's gleich nochmal. Oh. Achso, muss ich jetzt wieder schwer anklicken. Pass gut auf die Hindernisse auf. Langsam würden wir fliegen, wenn wir... Oh, eine Schildkröte im All. Aber das ist voll schwer hier durch. Alles in Ordnung, Tommy. Wie soll das denn gehen? Ah, ich kann unten vielleicht noch lang, oder? Ganz unten. Achso, schwer. Guck mal, ich verkacke schon hier bei den Laura-Spielen. Mensch, Mensch, wie soll das denn nachher bei Horrorspielen sein? Schildkröten im All. Und ein Luftballon. Das ist der pure Wahnsinn. Unterhaltung! Ich fliege immer gesagt, nur oben lang. Oh. Dann fliege ich halt ganz unten lang. Weiter geht's gar nicht nach unten. Und Dinos sind im All. Ich drücke gerade nach vorne, aber ich kann leider nicht beschleunigen. Oh, ich habe die Schildkröte fast übersehen. Das war knapp, ne, Leute? Das war knapp. Oh, wie lange dauert das denn? Ja, wisst ihr damals noch, als ich auch im All war und in einem Pappkarton in Zeitlupe durch die Gegend geflogen bin? Ja, ja, damals als Kind. Ha, das waren noch Zeiten. Nur um einen Stern zu retten. Mit meinem kleinen Bruder. Kommt da noch was, Laura? Nee. Nein, wir haben es geschafft. Ja, wir sind Guck so krass. Mal. Oh, Blümchen. Und was ist das da? Eine riesige Blume. Ja, ein Blumenkranz, oder?